Freundinnen, Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ark Survival Evolved Staffel 2 Folge. Er hat gesagt Staffel 2 Folge. Denn ich werde natürlich sagen hier, letztens waren wir in Kano Island und da haben wir so richtig vieles gesammelt. Und heute wird hier unser Hafen gemacht. Und zwar voll mit Wassertiere und Meerestiere. Also er hat gesagt so, Megalodon, Ichthyosaurier und Co. Vielleicht könnte ich mal den Ruinenhaus einfach mal als Strand, also er hat gesagt als Hafenhaus benutzen. So, da wollen wir mal schauen. Glück eine verbesserte Spitzhacke, damit ich hier Fische hauen kann. Da ist ein Fisch. Normalerweise können Fische ja nicht brüllen, aber sie sind halt normal hier in der prähistorischen Zeit. So, roher Fisch. Auf jeden Fall. Oh, da hat jemand einer gesehen und schwimmt weg. Lecker, lecker Fisch. Aber nicht für mich, sondern für die Meerestiere, die für den Hafen brauchen. Oder Hafen kommen. Oh! Was haben wir denn hier? Ein Ichthyosaurus. So. Hallo, Ichthyosaurus. Halt, Fisch, Fisch. Alter, geben viel Fisch ab. Ah, Luft, Luft, Luft. Sehr gut. Ichthyo, hallo. Na, hallo. Na, Ichthyosaurus. Warte mal. Ich muss erstmal hier erstmal hochtauchen. Tun mal die Fische, also den. Wo ist ihn? Ach, hier. Der letzte Slot? Warte mal. Was meint ihr mit dem letzten Slot? Wo ist er? Ach ja. Ach so, so ist das. Deswegen den letzten Slot. Hey, Ichthyosaurus. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich muss so schnell wie möglich auf so einen Stein hochgehen und mein Ausdauer einsammeln. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, bitte. Nicht sterben. Verdammt! Ah,
Ah, jetzt. Ah, da vorne ist der Ichthyosaurus. Ichthyo, ich komme! Na, komm mal hier. Ich habe dir noch mehr Fisch mitgebracht. Nein! Nein! Och nö, der ist tot. Verdammt noch mal. Och Mann. Ich wollte gerne einen Ichthyosaurus zähmen. Oh. Dann versuche ich mal hier meinen Ichthyosaurus zu finden. Oh, sieht ein bisschen schlecht aus. Sieht ein bisschen schlecht aus. Dann muss ich eben wieder an die Oberfläche zu kommen. Warte mal, hier gibt es doch noch hier den großen Meeressee, was dort ist. Vielleicht finde ich dort noch einen Ichthyosaurus. Ja, auf jeden Fall ist es ein Meeressee. Da gibt es vielleicht noch einen Ichthyosaurus. Ah, Piranha! Ausgerechnet Piranha. Ausgerechnet ein Piranha. Meine schlimmsten Fische. Dann laufe ich mal erstmal vor. Dass da kein einzelner Piranha kommt. Das ist ein Oviraptor. Verdammt, hier ist kein Ichthyosaurus. Oder? Nö. Shit. Da muss ich doch an so einer Außenseite des Meeres hier mal finden. Hallo, Pteranodon. Noch keinen einzigen Ichthyosaurus. Das ist ärgerlich. Echt richtig ärgerlich. Leuchtet was? Oh, eine Qualle! Da ist eine Qualle. Oh, ich hasse Quallen. Das mal aufessen. Qualle ist dort. Mann, wo sind die Ichthyosaurier? Ich brauche eine.
Nee, du bist ein Mantarochen. Ein Trilobit. Eieiei, also jetzt ist es momentan schwierig, einen Ichthyosaurus zu finden. Mensch, wo sind hier die Meerestiere? Sind die alle verscheucht worden? Hey, die Witzka. Ah, jetzt habe ich eins gefunden. Warte, bis es wieder hungrig ist. Oh! Alter, ist euch erschrocken. Okay, das kann ein bisschen dauern. Warte, Ichthyosaurus, komm zurück, bitte nicht sterben, bitte jetzt nicht sterben. Bitte jetzt nicht sterben, bitte. Bitte jetzt nicht sterben! Bitte, Ichthyosaurus, ich brauche dich. Ich brauche dich, um dafür hier für den Hafen zu nehmen. Ein sogenannter Delfin-Dinosaurier. Oh, das ging schnell. Das geht schnell. Halt! Halt! Okay, jetzt eins noch. Halt, Ichthyosaurus! Halt! Halt! Nicht in die Tiefe! Nicht in die Tiefe! Halt! Komm zurück! Jetzt nicht sterben, jetzt nicht sterben, bitte. Komm, 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 komm. Ich nenne dich Mo aus in einer Land vor unserer Zeit. Oh Gott! Megalodon! Nein! Oh Gott! Nein! Ausgerechnet ein Alpha Megalodon! Oh nein! Oh nein! Nein! Mo! Du scheiß Alpha Megalodon, ey! Oh Mann!
Wie kann das nur passieren? Ich habe gerade einen Ichthyosaurus gezähmt und dann kommt auf einmal einer von diesen scheiß Megalodon-Alpha-Tier kommen. Ach Mann, mein Mo. So, dieses Mal den Ichthyosaurus Mo nicht verlieren. Und ich habe dann noch eher im Offline-Modus noch schnell den Megalodon direkt betäuben lassen, weil der mich vor uns zerfleischen möchte. Deswegen habe ich das betäubt und direkt mit Fisch belagert, damit er gezähmt wird. Ich hoffe nicht, dass es wieder ein Alpha-Megalodon kommt und er wieder mein Ichthyosaurus zerfleischt, weil das ist nämlich nicht gut. Halt! Nein, nicht ins Tiefe, nicht ins Tiefe! Und nicht dann nicht ins Land, weil da stirbst du sonst. So, eins noch. Nein, nicht wegschwimmen! Nicht wegschwimmen! Ja, endlich! So. Jetzt bleibst du bei mir, Mo. Alter, Kameraperspektive wohl. Kamera. Oh Gott. Ich muss wegen der Kameraperspektive mal gucken. So. Oh Gott, wir sind Quallen. Sollen wir schnell wie möglich vermeiden. So, da sind wir. An unserem schönen Hafen. Gut. So, warte mal. Warte mal, was wäre so passend? Warte mal. So. So. Willkommen an unserem ersten Hafen. Also beim unseren Hafen. Lieber Mo aus Innerland von unserer Zeit. Einen Megalodon direkt zu zähmen. Aber hier sind so ganz viele Mantarochen.
besten, ich vermeide erstmal hier den Mannkarochen. So, da vorne ist ein Megalodon. Was ist da denn hier? Was machen die Lophosaurus hier? Na, du kommst gar nicht hier direkt hinein zu unserem Hafen. Du bist hier nicht willkommen. So, wo ist unser Megalodon? Ah, hier. Noch schlimmer, wenn es ein Alphatier ist, das wäre sehr gefährlich. Oh Gott, hier sind Quallen. Nicht gut. So, Megalodon. Guck mal, wer hier schwimmt. Dein Leckerbissen. Komm schon, hier ist dein Leckerbissen. Ist daneben. Warte mal, ich könnte mal auf der anderen Seite mal versuchen. Also, hier sind auch noch Quallen. Aber versuchen wir mal. Hallo, Megalodon. Ah, jetzt kommt er. Kein Mist, bitte Luft, bitte schwimm nicht. Am Land? What the hell? Was ist mit dir los? Oh Mann! Alter Schwede! Oh no, solche lustige Momente gab es noch gar nie. Lass mal Fische einsammeln, also Fischfleisch. Mal sehen hier, ja, der Zähmung läuft. Aber ich frage mich, warum der hier so wie so ein Hai schießt direkt oder wie wenn man wo der Hai hängt hier so steht. Das verstehe ich ja überhaupt nicht. What the fuck, Alter? Hat er noch genug Fisch? Ja.
und ein weiblicher Megalodon. Muss ja aufpassen, weil drüben sind Quallen. Weil ich will ja nicht gestochen werden. Na los. Hätte bitte mal fertig. Die Zähne sind richtig bedrohlich aus. Die Sonne geht unter. Na, das dauert nicht mehr lange, bis er gezähmt ist. Aber bis er hungrig ist, dauert halt ein bisschen. Wir haben bereits einen Ichthyosaurus und jetzt auch gleich einen wirklichen Megalodon. Nicht, weil letztens, wo der Megalodon gezähmt wurde, wurde leider von den Al wieder mal ein, von einem Alpha Megalodon getötet worden. Deswegen haben wir den Megalodon jetzt hier. Oh, 2200 Nahrung. Die muss wirklich einen richtig großen Appetit haben. Na los, werde mal gezähmt. So, das ist ja Holz da vorne. Ich dachte, das wäre ein Dino. Na los! Werde gezähmt! Ja! Megalodon! So. So, halte an. Hier ist es natürlich ein bisschen zu dunkel. Ich werde dich dann hier mit zum Hafen bringen. Ich werde mir auch dazu eine Taucherausrüstung direkt erstmal bauen. Denn ich habe bereits eine Taucherbrille. Warte, ich habe bereits Flossen und Taucherbrille. Fehlt ja noch das hier. Und dann noch das hier. Aber das wird verarbeitet.
gleich komplett zu einer Taucherausrüstung. Nein, sondern das hier. So. Warte mal. Ach, Flossen habe ich vergessen. Warte. So, ich habe jetzt Taucherausrüstung und dafür können wir jetzt endlich mal ohne gestört schwimmen gehen. So, ich bin jetzt bereit zum Tauchen. So, Armbrust habe ich bereit. Essen ebenfalls und dann Zeit fürs Tauchen. Oh, da kann man noch schneller schwimmen. Da kann man schneller schwimmen gehen. Hier ist ein Megalodon. Oder kann man ungestört schwimmen gehen? Oh, ein letztes. Aber zum Glück ist es nicht gefährlich für Menschen. Denn es sind nur, die greifen nur Boote an. Oh, 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 oh. Schnell hochschwimmen, hier ist ein, davon ist, hier verfolgt mich ein Megalodon. Wirklich ungestört schwimmen. Okay, Megalodon ist weg. Hat sich woanders verzogen. Moment. Ich muss erstmal noch kurz mal Oberfläche gehen, wegen Ausdauer einsammeln. Do-do-do-do-do.
Leute erschrocken. Euch möchte ich natürlich schlachten fürs Fisch. So. Jetzt will ich euch mit Fischen hier schlagen. So, hier vorne auch noch, damit ich mir so reichlich Fisch habe für die Meerestiere. So, Fischfleisch. Diesen Quallen. Schnell wieder zurück. Mal schauen, was es hier da vorne ist. Boah, ich sehe fast gar nichts. Nur, was ist das denn? Nein! Ist das etwa ein Tech-T-Rex? Oh mein Gott! Das ist ja übelst selten! Schnell bitte mit. Komm schnell mit. Ich habe hier einen Tech-T-Rex gesehen. Das ist übelst selten. Oder was ist wirklich ein Tech-T-Rex? Wenn ja, dann möchte ich gerne mal zähmen. Zum Glück eine Spitzhacke. Nicht Spitzhacke, sondern eine Armbrust mit Betäubungspfeile. Da ist er. Oh Gott, ich muss irgendwo klettern. T-Rex ist hier. Aber im Wald ist es zu dunkel. Auf jeden Fall leuchtet er. Oh Gott. Oh Gott. So. Hast gegessen? Na dann.
Ist er. Mist daneben. Ja, das ist ein Tech T-Rex. Schaden ist nie gut. Ja, das ist ein Tag. Das ist ein Tag T-Rex. Komm schnell, komm schnell, komm schnell, komm schnell, komm schnell, komm schnell. Ich muss irgendwo hier dahin stellen. Den ganzen Argentavis. Nein, anhalten! So, was trinken? So, jetzt. So, T-Rex. Los, renn, 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 renn. Oh, spannend, spannend. Nein, 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 nein. Oh Gott! Au! Schnell runter, 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 runter. Flüchten wir jetzt? An die Oberfläche. Nee, wahrscheinlich flüchtet er nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, der flüchtet. Ja, der flüchtet, der flüchtet. Nein, der ist noch nicht am Boden.
Er nennt mir Schaden, wenn ich schlage. Nein, sei jetzt bitte nicht tot. So, wo steckt der Tech-T-Rex, der hier flüchtet? Ah, da ist er. Der Hände will lieber flüchten. Ja! So. Jetzt hol ich meine ganzen Argentavis. Und du natürlich hier. Ich will natürlich das Fleisch reinmachen. Los, kommt mit! Kommt mit, Argentavis! Zeit, den Tech T-Rex direkt zu zähmen. Ich wollte mal gucken, welches Geschlecht er hat. Und es ist... männlich! Das ganze Fleisch rausnehmen, weil unser Argentavis hat ja ganz viele. Dann weiß ich, was ich dazu zu den Tech T-Rex nenne. Und zwar Robo Sascha oder Tech Sascha. Stimmt, ja. Und der ist auf Level 30. Okay, das ist schon in Ordnung. Das ist ja noch in Ordnung. Level 30 ist noch in Ordnung. Oh, bei Level 1 oder irgendwas ist es noch ein bisschen zu schwach. So, haben wir jetzt reingemacht und da warten wir erstmal. Oh, Update, meine lieben Freunde. Ich habe hier einen Tech T-Rex namens Tech Sascha genannt und ist männlich auf Level 44. Und dann noch hier die drei Wölfe. Eine habe ich Sandra genannt, eine habe ich Chantel genannt und eine... Und eine hier, Holo-Chan, also Wolfsgöttin Holo. Also schöne Grüße an meine Freunde, die ich genannt habe, denn ich habe euch als Tier benannt. So, dann geht's natürlich jetzt erstmal wieder nach Hause. So, wir sind wieder zu Hause. Tech Sascha, folge mir zu den anderen T-Rex. So, anhalten. Ups,
Nicht lassen müssen. So, meine lieben Wölfe. Hey, wo ist der andere hin? Hallo, wo ist er hin? Da! Achso, warte mal. Nein! Nicht alle folgen! Ach, Sid, was machst du hier? Du sollst anhalten! Meine Herren! Holo? Holo-Stern? Also, was gehört in Holo? Ach, da hinten bist du! Du sollst mit mir folgen! So, und jetzt alle folgen. Und zwar direkt vor mein Haus. Aber erstmals. Ach so. Ich dachte nur, die Wölfe greifen an, aber es greifen nur auch andere Raubtiere an. Ach nee, mein Dinosaurier, was macht ihr für Sachen? Was macht ihr denn für Sachen? So. Raptor. Du kommst wieder mit nach hinten. Oh, Dodo, was machst du denn hier? Du gehörst doch wieder Gott. Ankylosaurus. Hier. Oh ja, und Kanotaurus, du kommst mit mir. Hallo, Kano. Sehr gut. Und hier wird natürlich so ein Gewächshaus hier wachsen. Hier wird auf der Seite noch so ein Gewächshaus gebaut, wo so exotische und andere wie Karotten, Zitronen und andere hier daraus wachsen. Ja, Zeit für einen weiteren Bau für den Hafen. So, für Wolfsgöttin Holo. Ich werde dein Level hochsteigen. Achtung. So ein Feini. Und natürlich Shantae will ich auch hochsteigen. Ihr seid so süß, wenn ihr freut. Ihr seid so süß, wenn ihr freut. Deswegen mag ich Hunde und natürlich Katzen auch sehr. Also ich mag alle Tiere so richtig. Shantae? Okay. Freunde, ich muss erstmal hier alles erstmal wieder rund und rum farmen, weil mit den Hafen, das wird ein bisschen dauern. Aber trotzdem hat euch denn den Part gefallen und wir sehen uns dann bald wieder hier
in den nächsten Part von Ark Survival Evolved Staffel 2. Macht's gut und ciao, ciao, meine lieben Freunde.